Also, wenn man runtergeht, dann ist der Midshipman bereits abgestochen. Mhm. Und hier wird gerade jemandem das Gesicht weggeschossen vom vierten oder zweiten Mart. Ich gehe fast mehr davon aus, dass es der vierte ist. Hm. Jetzt möchte ich hier gern noch einmal... Also das ist jetzt der Dialog zwischen den beiden, die wir da auf dem Bild sehen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Das ergibt nämlich keinen Sinn. Nee, also dafür scheint mir auch ins Gesicht schießen ein bisschen krasse Eskalation. Nee, das klang eher es so. Könnte sein, es könnte sein, dass er der andere Gesprächspartner war. Hm. Also er hier und er hier sind die beiden, die über die Meuterei gesprochen haben. Mhm. Und er ist dazugekommen und hat das gehört. Und dann hört meine Theorie. Ja. Captain cannot be trusted von dem Toten, also dem Typen, der das Gesicht verschossen wurde. You have a plan von dem Midshipman. Mhm. Yes, we take ship and sail east, trade wretches fish and shells for gold. Da-da-da. Who's there? Da kommt der Mart ins Spiel. Mhm. Der ruft dann Mutiny, Mutiny. Ja. Nee, das ergibt auch keinen Sinn. Ja, das wird schon passen. Wenn er mitbekommt, wie die beiden sich da unten unterhalten, kommt dann runtergerannt, der typ ruft das in Nummer 3. Dann sagt er, no, aber warum ist der andere Typ ein Schnapp gestochen? Ja, stimmt. Oder ist das abgestochen sein Zufall und hat damit nichts zu tun? Hm. Ich glaube ja, eine Erinnerung hatte der, was ist der Second Mate oder was auch immer? Zweiter oder Vierter? Zweiter oder Vierter, wie auch immer. Ja, aber nicht in der also hier. Denn hier hat er nur Pistole. Alle von denen. Okay. Aber wir können auf jeden Fall schon mal eintragen, dass er erschossen wurde. Wir können auf jeden Fall schon mal eintragen, dass er erschossen wurde, genau. Es Shot. Gun. Ja. Zweiten oder vierten Mart, den wir noch nicht kennen. Ja. Wir wissen, dass er selber, aber wir wissen nicht, ob es der zweite oder vierte Mann ist, von ihm hier gemacht wurde. Mhm. Und da wir kennen seinen Namen, wir kennen den Namen hier unten nicht, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, von diesem Brandon, von dem ich rede, war es hier Schlabbermütze. Mhm. Weil ja, dafür wäre die andere Erinnerung nochmal interessant, wo der Typ neben dem abgestochenen kniet. Genau, können wir uns gerne angucken. Das ist die hier. Mhm. Da können wir auch eintragen, dass er abgestochen wurde. Genau. Er ist knifed. Aber wir wissen noch nicht von wem. Ach, verdammt, ich glaube, ich konnte das nicht direkt auswählen. Ja, er will erst das gleiche da oben. Mhm. Na gut. Na, aber guck mal, vielleicht, da der hier schon länger tot zu sein scheint. Mhm. Leicht kriegen wir uns zu sehen, wer unten abgestochen hat. Jo, waren wir auch schon. Da haben wir hier keine andere Leichen gesehen. Hat Nick mal den Job zu Ende gekriegt, oder was? Let them go! Ich jetzt als er runtergefallen war. Hm. Okay. Was? Er wurde auch von der Frau erschossen, oder? Ich glaube ja. Also hier läuft gerade der Captain hoch. Ja. Hier ist Scarface. Meine, der ist auch hier nur am Klettern, ne? Hier ist. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht gehabt. Hm. Hier ist. Der Typ. Der wird gerade erschossen. Mhm. Hier ist Madame. Die haben wir schon mal an Bord des Schiffes während des Sturms gesehen. Mhm. Und jemand, den ich nicht kenne. Ich finde sogar interessant, dass eine Frau schießt. Weil wir Frauen ja wahrscheinlich nur unter den Passagieren haben.
Also da muss ja schon irgendwas vorgefallen sein, wenn die Passagiere schießen. Hier haben wir noch ein... Du musst mir das nicht wegnehmen, ich will mir noch mal heute angucken. Aber dann wurde er doch wirklich irgendwie versucht hochzuziehen, oder? Und nicht runtergeschmissen. Ja, es könnte tatsächlich sein, aber es ist nicht dieselbe Person, die das sagt. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass der hier definitiv erschossen wurde. Ja. Und es gibt natürlich noch eine Leiche. Den da. Da lag ja auch relativ viel Blut in der Szene, wo er über der Reling hing. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach die Leiche entsorgen wollten. Ja, das könnte sein. Hopp, hopp. Damit zeig mir deine Disney-Prinzessin-Strategie. Na, mal gucken, woran der gestorben ist. Last one. Move quick. You'll not take the last punch. Also es scheint auf jeden Fall welche mit dem Boot abhauen zu versuchen. Dazu kommt ja. Er, den kennen wir noch nicht. Na. Die Dame, die gleich schießen wird. Dieser gute Mann, den kennen wir auch noch nicht. Und das ist die andere Frau. Also ich kann sie gerade nicht anwählen, aber man erkennt das. Ja. Also ein Boot voller Passagiere. Also der Dude in der Mitte sieht ja auch sehr passagiermäßig aus. Hier ist wieder der Typ, der gleich geschossen wird. Ah. Und hier ist er. Ah. Und er kriegt gerade richtig eine reingestochen. Da drüben hat der Captain geschossen, wahrscheinlich um Aufmerksamkeit zu ziehen. Also es haben definitiv mehrere Leute hier gesprochen, das wird nicht markiert. Man weiß nur, was die Leute gesagt haben, die gestorben sind. Und ich glaube, der Typ, der gestorben ist, heißt Paul. Oder was mit dir? Ja. Also jetzt geht es ja um den Typen links. Der sagt, last one move quick. Das you not take the last boat wird ja dann wahrscheinlich der sagen, der zugestochen hat, oder? Also ich wüsste nicht, wer das da sonst sagen sollte. Oder der Captain, der ist ja auch in der Nähe. Na, es passt schon in dem Gespräch, glaube ich, zu den Leuten, die da gerade auch miteinander hantieren. Der Captain kommt hier gerade hoch. Und Tierten kommt. Ja. Er angerannt und der erste Mart angerannt. Und ansonsten sehe ich hier niemanden, aber das Game wird mir schon wieder eine andere Leiche geben. Also von den Leuten auf dem Boot wird es keiner sagen. Der Typ, der abgestochen wird, sagt das auch nicht, weil es nicht markiert ist. Ja. Oh, warte. Wollt doch noch was nachgucken. Die zwei haben geredet. Hier liegt ein Toter. Der andere Typ mit dem komischen Hut. Hier ist er hier. Mr. Minus Gesicht. Und er hier. Zweite oder vierte Mart. Und hier hört jemand zu. Das ist der Typ, der abgestochen wird. Okay, warte, um das den Dialog nochmal zu nehmen, da hat er hier geschrien, Meuterei, Meuterei. Ja. Kann es sein, dass der Mart ihn, also er
versucht, ihn von Meuterei zu überzeugen. Er hört das, wird deswegen von ihm niedergeschossen, und da er nicht ganz an Bord der Meuterei war, hat er ihn dann erschossen? Was, ne? Ja. Aber vielleicht hört man das näher, wenn wir uns das gleich nochmal angucken. Also. Immer nur ein Leiche direkt nach der anderen. Ich würde gerne mal ins Sende kriegen. Flieg, Disney, flieg! Ja, ist der Raum, in dem er liegt. Put me down! Let go! Easy now! You're in a bad way. It's the squid. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. But that... the beast is dead. Deutsch. Oder österreichisch. With the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that? Does that... Aber es scheint ihn ja hier niemand getötet zu haben. Ne, es gibt ja auch die Option expired oder so, ne? Hm. Ich weiß nicht, fehlt ihm auch irgendwie ein Arm oder sieht das nur so komisch aus? Ich glaube, ihm fehlt tatsächlich ein Arm. Ja, doch, da läuft ja, ja auch Blut ist, runter. Hier ist jede Menge Blut ja. Ist hier. Ja. Na, guck mal, hier kommt gerade unser Zuhörer aus dem Untergeschoss hoch. Und hier kommt gerade unser erster Mart aus wahrscheinlich seiner Küche und will nach oben gehen. Direkt, ich würde behaupten, dem Captain hinterher. Passt alles zusammen. Passt alles zusammen. Also wir hatten das Biest ja jetzt besiegt. Angeblich. Vielleicht war sein Arm verloren, man weiß nicht. Wir haben gesagt, nicht. Jetzt kannst du hier kurz, genau, schwarz ausblenden. Genau, also das Biest ist verscheucht. Dabei sind richtig viele Leute gestorben. Nee, jetzt sind Deutsche gestorben. Ja. Der hier. Gucken wir doch mal an, wie viel Deutsch es gibt. Also es gibt ihn hier, einen Österreicher. Ozean wird auch passen, würde ich sagen. Also ist, wie gesagt, der Hut erinnert mich sehr an Zimmermann. Dann noch einen anderen Österreicher. Ja, ich meine auch. Wegen dem Akzent oder warum meint ihr das? Er sagte. Er hat verdammt gesagt. Genau, er hat verdammt gesagt zwischendurch. Ach so. Oh, eine Sache habe ich noch, was für den Boatsman sprechen würde. Where's my Frenchman? Ja. Und the squid's gone, your mate was torn apart. Ja. Und der Boatsman's mate wäre Franzose gewesen. Ja, das passt. Was denn? Das wird er sein. Dann ist er das hier. Und er... Expired? Nee, nicht Old Age. Nee. Dem Arm fehlt torn apart. Bei Beast. Also ihm fehlt ja ein Arm, ne? Ja. Gut, wir wissen jetzt nicht, ob der Arm wirklich vom Biest abgerissen wurde oder vielleicht durch eine Kanone oder so. Ja, okay, das konnten wir noch nachkontrollieren. Jetzt auch ein bisschen die Frage, wie viele
Leute wurden wirklich durchgerissen? Also auf wie viele passt die Beschreibung torn apart? Weil vielleicht ist damit geklärt, wer der Typ ist. Du meinst, wer er ist? Ja, genau. Er wurde torn apart. Mhm. Sieht aus wie ein Franzose? Habe ich auch schon gedacht. Irgendwie nicht so, oder? Ja, weiß man nicht. Ich hätte ihn jetzt eher zu etwas... Sondern wir können es einfach reintragen. Ja. Dann wäre er hier. Genau. Also dann, das ist jetzt chronologisch. Er wird da reingeschleppt von den beiden anderen Typen und stirbt. Wahrscheinlich an seiner Verletzung. Mhm. Gleichzeitig auf dem Oberdeck versuchen einige Passagiere abzuhauen. Ja. Und ich wette, er hier heißt mit Vornamen Paul. Also wir wissen auf jeden Fall, dass er Step. Gibt's das? Hm. Spear Spiked passt nicht so richtig. Es gibt Ads. Killed Sword war da, glaube ich. Ja. Wir wissen aber nicht von, also wir wissen von wem, aber wir wissen nicht von wem. Hm. Da heißt er angeblich irgendwas mit Paul. Wahrscheinlich. Winston, Marcus, Thomas, Emil, Christian, Olus, Duncan, Finn, Lucio, Emily, Jane. Und dann sind wir Paul. Dann wäre der erste, ich guck mal, ob es mehr gibt. Ist das nicht. Ich hab gerade gesagt, haben sie jetzt tatsächlich einen Davy Jones drin? Nein, es ist Davy James. Ja, Davy Jones mitnehmen und dann wundern, dass eine Meeresbestie angreift. Es gibt auch tatsächlich nur einen Paul. Das heißt, es ist wahrscheinlich er hier. Ja. Sag nochmal den Dialog. Er sagt, ja. Quick. Dann sagt der Typ, der ihn niedersticht, oh, you'll not take the last boat. Das war doch eine weibliche Stimme hier. Paul, look out. Das weiß ich nicht. Ich bin fast der Überzeugung, stop, let them go, sagt der Captain, weil es ihm egal ist. Keine Ahnung, wer no sagt. Und dann sagt irgendjemand damn. Also, nee, nicht irgendjemand, sondern unser Abstechorder. Ja. Gleichzeitig unter Deck. Ja. Nee, warte, kurz danach wird der Mörder von ihm, von einer Frau... Also von einem Unknown Passenger, das gibt es ja tatsächlich, erschossen. Gleichzeitig unter Deck kommt es quasi zum Streit zwischen den beiden Typen. Wissen wir noch nicht, ja gut, das ist ja kurz danach, weil das ja die Reaktion auf die Meuterei-Diskussion ist. Genau, da würde ich ja sagen. Aber dieser Dialog, die ersten beiden Sachen, klingen halt so, als wären sie sich halbwegs einig gewesen und der Maat macht nur eine Kehrtwendung, nachdem es aufgeflogen ist. Das war jetzt nicht der Typ, der hinter der Wand stand bei der Unterhaltung, oder? Nee, ich wette, das ist der Mutiny schreibt. Schreit. Genau, das denke ich nämlich auch. Deswegen irritiert mich das gerade. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass... Doch, passt, warte. Nee. Der Typ schreibt Mutiny, Mutiny, dann ersticht der Typ, dem das Gesicht weggeblasen wird, ihn. Mit dem Wort so, ja, French Bastard. Ja. Und der Maat sagt no. Es ist ja gar nicht das Opfer, das noch was sagt. Es ist ja der Maat, der ihn ja quasi verhindern wollte, dass der andere Typ ein Messer in die Rippen kriegt. Oder? Aber ich glaube, der stand hinter der Wand. Also zumindest habe ich es in Erinnerung. Nee, wir können da ja hingehen. Nee, der Maat stand aber nicht hinter der Wand. Nee, der Maat ist hier. Der Maat ist er hier. Ja, hier. Der saß auf dem Stuhl vorher. Genau, er ist hier. Und der Typ, der abgestochen wird, kommt hier erst aus der unteren Dings hoch. Er hier. Genau, das ist irgendein anderer Dude. Der da aus der Tür kommt? Der hier.
Nee, der aus der Tür kommt, nicht aus der Lücke. Das ist der erste Mart. Das ist der erste Mart, der geht gleich nach oben. Aber der hat doch gelauscht hinter der Wand. Nee, warte, lass mich das. Also hier, guck dir ihn an. Hier? Ein Hut. Und jetzt muss ich mal kurz die Erinnerung wechseln. Okay. Es war diese Leiche. Okay, das ist eine Erinnerung zu früh gewesen. Hier, er ist der Mutiny schreit. Macht am meisten Sinn. Und das Messer von ihm hier reinkriegt. Ja. Und dafür erschießt er ihn. In der Zwischenzeit, der erste Mart ist hier oben. Der ist halt aus seiner Tür nach oben gegangen. Der ist währenddessen halt eigentlich. Ja? Wussten wir jetzt, wer da erschossen wird? Wer war das noch? Wir kennen seinen Namen nicht. Wir wissen, dass es... der Schießer. Er ist immer der mit dem komischen Hut. Genau, der mit dem komischen Hut. Wir wissen leider nicht, wer es ist. Ach ja, genau. Ja. Und auf jeden Fall, gleich kommt Schlattmütze runter. Ihm fehlen wahrscheinlich die Informationen. Er sieht nur, dass er ihn erschossen hat und er schlägt dafür den Mart. Währenddessen krabbelt er hier in seine Dings und wird dort vom ersten Mart, ich sag mal, beruhigt. Und der erste Mart ruft dann nach einem Brennan. Das hatten wir vorhin schon. Er weiß, Brennan ist mit runtergekommen. Weil die beiden hier zusammenstehen. Ja, es kann nur Schlabbermütze sein. Und dann ist Brennan wahrscheinlich Schlabbermütze. Klingt das plausibel? Also, ich wüsste sonst nicht, wer Brennan sein soll. Nee, hier ist nämlich kein anderer mehr. Wir wissen zwar von keinem hier den Namen, aber der Einzige, für den es sich lohnt, nach ihm zu rufen, dass er das Surgical Kit, also den Erste-Hilfe-Kasten, holen soll, ist die Person, mit der er runtergegangen ist. Und das ist Brennan. Können wir da nicht nochmal in die Erinnerung gucken, wo er in der Kabine da auf dem Boden sitzt? Natürlich. Um zu gucken, wer da vor der Tür ist? Ich gucken wir uns erstmal die hier an. Das ist nämlich die, wo Brennan ihn wahrscheinlich umbringt. Genau, und das ist Brennan, der quasi mit den Worten runterkommt. What's all this, you damn fool? Und er schlägt den Mart. Weil er hat keine Informationen. Er weiß nur, hier liegt jemand erschossen am Boden. Erschossen und einer erstochen. Ja, den erstochen hat er noch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, den... Also er sieht zwar wahrscheinlich das Blut, aber er sieht hier Haupt... Also ich meine, er hat gerade einen Schuss gehört und hier unten steht einer mit einer Pistole in der Hand. Und da liegt jemand, der erschossen ist, also... Und den erstochen wird er aber wahrscheinlich auch sehen, also er ist ja schon relativ weit mit dem Zuschlagen und der andere ist noch nicht in der Kabine drin, also den wird er auch gesehen haben. Ja, okay, aber da, auch dann wieder, ne, ich meine, du kommst runter, hast gerade einen Schuss gehört, dann liegt einer mit einem Messer in der Seite und einer... Naja. Der gerade jemand erschossen. Naja, okay, das ist eine zweifelhafte Situation, aber sagen wir mal, weiß nicht. Wenn wir dann halt eine. Wenn wir dann zu seiner Erinnerung gehen. Mhm. Also zu der hier. Der hier. Mhm. Die mit dem Blut. Ja, die mit dem Blut. Ja. Seiner.
Also chronologisch letzte. Ach no, you're cut. Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan, bring the surgeons, kid. Das ist quasi der einzige, von dem er weiß, dass er noch runtergekommen ist. Es sei denn, das hier ist Brennan, den er gerade runtergekommen hat, sehen. Nee, glaube ich nicht. Das wird schon der andere sein. Er hier, ne? Ja. Und guck mal, er klingt auch so, als würde er was hören wollen. Als hätte er gerade seinen Namen gehört. Ja, dann würde ich nämlich einfach mal eintragen, dass wir glauben, dass er hier Brennan ist. So, wir gehen dafür... Hier hin. Glauben, er hier ist jemand, der Brennan heißt. Das war irgendwo unten. Henry Brennan. Und am Ende wurde er vom Captain umgebracht. Und wir sind auch überzeugt, dass der Deutsche ihn hier erstochen hat. Oder nicht? Ja. Nee, nicht der Deutsche, sondern der Typ, von dem wir wieder nicht wissen, wer es ist. Der Deutsche hat ja die Menschen drüber. Der Deutsche war der ohne Arm? Ja, genau. Wir reden hier über ihn hier. Wir wissen das vom zweiten oder vierten, also von irgendeinem unknown officer erschossen wurde. Nee. Ist er ein unknown officer? Ich weiß nicht. Ja, das hier oben sind alles Officers und darunter beginnt Passengers. Und er wurde von einem unknown officer erschossen. Wir wissen eigentlich nur, dass er erschossen wurde. Ja. This unknown officer was shot by with a gun by an unknown officer, okay. Wir werden wahrscheinlich gut rauskriegen, ob er oder ob er der zweite Mart ist. Wer sieht von den beiden fancy aus? Also prinzipiell würde ich natürlich sagen, der am Captain dran steht, ist der zweite. Erster, zweiter, dritter und dann steht der vierte bei der Crew. Muss ich sagen, er hier ist... Wir wissen ja, dass er klappt wurde. Wir wissen, dass er von Brennan geklappt wurde. Und wir glauben, er ist der vierte Mart. John Davies. Yes. Yes! Von wegen zu wenig Hinweise. Okay. Ja, nice. Oh. Wir sind solche guten Detektive.